Die Meteor. Sie fährt nun schon in der dritten Generation auf hoher See, um die Weltmeere zu erforschen. Dieses Mal geht ihre Reise an den mittelatlantischen Rücken, um Hydrothermalquellen auf den Grund zu gehen. Mit an Bord eine Gruppe von deutschen und internationalen Meeresforschern. Nach den Schwierigkeiten mit dem Wetter am Anfang laufen die Tauchgänge inzwischen sehr gut. Heute wurde wieder an einem Muschelbett getaucht. Direkt im Anschluss werden die Proben im Labor verarbeitet. Das bedeutet lange Nächte, aber es darf keine Zeit verloren werden. 11. Die Muscheln werden nach einem bestimmten Muster zerlegt und fixiert. Ja, das ist der Fuß hier, das sieht man. Und dann darunter der Byssusfäden, der richtig schön lang gezogen ist mit den schwarzen Fäden, mit denen sie sich am Substrat festhaften. Und auf beiden Seiten sieht man die beiden richtig dunkel gefärbten Kiemen, sind sehr groß, sehr fleischig und das ist gut, weil das bedeutet, dass die voller Bakterien sind. Die meisten Tests werden dann in der Heimat durchgeführt. Doch einiges kann auch direkt auf dem Schiff erforscht werden. Und es gibt auch schon eine spannende Entdeckung. Nicole Dubilier hält ein Meeting mit ihrer Gruppe ab. Die Muscheln an den Hydrothermalquellen leben in Symbiose mit zwei verschiedenen Bakterien, sogenannte Symbionten. Nun haben Nicole Dubilier und ihr Team herausgefunden, dass die einen Bakterien sich von dem Abfallprodukt der anderen ernähren können, nämlich Alkohol. Das wurde zuvor noch nie festgestellt und ist wohl auf die Nahrungsknappheit in ihrer Umgebung zurückzuführen. Woher die Symbionten die Fähigkeit bekommen haben, Alkohol zu verwerten, soll noch untersucht werden. Klar ist, dass die Muscheln wie auch die Symbionten hierdurch einen enormen Vorteil haben. Und an diesem Abend soll es auch für die Geologen spannend werden. Bei einem Tauchgang wurde ein abgebrochener Schornstein eines schwarzen Rauchers gefunden, und es ist gelungen, ihn so gut wie unversehrt an die Oberfläche zu bringen. Das Interesse ist groß. Wissenschaftler aus allen Gruppen versammeln sich im Geolabor, um das Prachtstück zu betrachten und anzufassen. Auch für erfahrene Wissenschaftler ist das eine neue Erfahrung. Habe ich noch nie so gesehen, direkt wenn es vom Meeresboden hochkommt. Und das ist aufregend, weil man kann es fühlen, man kann es probieren, man kann es riechen. Das riecht metallisch oder ganz eigenartig. So, und wir wissen, vor kurzem waren die am Meeresgrund in 3000 Meter Tiefe und schwarzer Rauch und Wasser von 350 Grad kam da raus. Das ist direkt da, kann man schwarze Raucher, glaube ich, nicht erleben. Das Innere des Schornsteins ist glatt wie Samt. Durch das Aufsteigen der heißen Flüssigkeiten lagern sich hauptsächlich Eisensulfide ab und ergeben so diese wunderschöne goldene Oberfläche. Aus diesem Grund wird diese Verbindung auch Narrengold genannt. Und dann ist es soweit. Morgens um 8 erreicht die Meteor nach 5 Wochen den Hafen von Barbados. Der Lotse hilft der Crew unter Rainer Hamacher, das Schiff in den Hafen zu manövrieren. Die Besatzung kann es kaum erwarten, nach so langer Zeit wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Und so endet die Reise der Meteor. Mit einer Menge neuer Proben, die nun in der Heimat untersucht werden können.